Was ist Fake? Was ist echt? Wie gefährlich sind immer realistischer wirkende Fakes und Falschinformationen für die US-Wahlen? Die Bedrohung ist groß. In diesen polarisierten Zeiten sind wir anfällig für Desinformationen. Dazu kommt jetzt künstliche Intelligenz. Lindsay Gorman hat die Biden-Regierung zu technologischen Entwicklungen und nationaler Sicherheit beraten. Jetzt arbeitet sie für eine Denkfabrik. Sie zeigt mir, dass es nicht immer leicht zu unterscheiden ist, was echt ist und was nicht. Das ist eine faszinierende Kampagne aus diesem Sommer. Hier werden eine Reihe von Techniken eingesetzt, um eine falsche Botschaft zu vermitteln, nämlich, dass Taylor Swift Trump bei der Wahl unterstützt. Auf seinem Social-Media-Account postete Trump die Bilder und schrieb dazu: I accept, ich akzeptiere. Das Besondere, ein Bild, nämlich dieses, ist schnell als unecht zu erkennen. Anders sieht es bei weiteren Fotos aus, die er von anderen Usern teilt. Das ist künstliche Intelligenz? Das ist KI. Diese beiden Frauen hier vorne sehen sich verblüffend ähnlich. Gleiche Brille, gleiche Frisur. Im Hintergrund sieht man Flaggen, die vermutlich amerikanische sein sollen und angeblich von Swifties geschwenkt werden. Wenn man sich die Flaggen genau ansieht, erkennt man, dass sie keine Landesfahnen sind. Aber dieses Bild, das direkt daneben steht, stammt von einer echten Kundgebung in Wisconsin. Das ist eine echte Trump-Unterstützerin. Wenn dieses Foto neben dem anderen steht, verleiht das den von der KI generierten Bildern Glaubwürdigkeit. Und zwar so viel Glaubwürdigkeit, dass Taylor Swift auf Trumps Post reagiert. Sie schreibt auf Instagram: Es hat bei mir Ängste in Bezug auf künstliche Intelligenz und die Gefahren der Verbreitung von Fehlinformationen geweckt. Ich habe beschlossen, als Wählerin sehr transparent über meine tatsächlichen Pläne für diese Wahl zu sein. Der einfachste Weg, Fehlinformationen zu bekämpfen, ist die Wahrheit. Taylor Swift stellt klar, sie wolle Kamala Harris wählen. Der US-Bundesstaat Georgia. Besonders umkämpft bei den Präsidentschaftswahlen. Bei der letzten Wahl verbreiteten sich Gerüchte zu den Wahlmaschinen, die hier eingesetzt wurden, wie ein Lauffeuer durchs Netz. Auch weil Donald Trump und seine Verbündeten diese teilten und behaupteten, unter anderem die Maschinen hätten Trump um seinen Wahlsieg gebracht. Dafür gibt es laut offiziellen Untersuchungen keine Beweise. Hier haben Falschinformationen, zum Beispiel aus dem Internet, schon ganz konkrete Auswirkungen. In dem Gebäude hinter mir wird im November gewählt und schon jetzt wird sich hier Gedanken darüber gemacht, wie Wahlhelferinnen und Wahlhelfer geschützt werden können. Joseph Kirk ist in seinem Landkreis dafür verantwortlich, dass die Wahl korrekt abläuft. Fake News zur manipulierten Wahl will er entkräften. Er nimmt uns mit in einen besonders gesicherten Raum, den wir ohne ihn nicht betreten dürfen. Ich dürfte hier alleine nicht rein? Nein. Zutritt verboten. Denn hier hebt der Landkreis die Maschinen auf, an denen die Amerikanerinnen und Amerikaner hier im November wählen. Dass Joseph mich mitnimmt, hat einen Grund. Er will das Vertrauen in den Wahlprozess stärken, durch Transparenz. Ich darf im Trainingsmodus abstimmen. Schritt 1, Auswahl der Kandidaten, die auf meinen Stimmzettel gedruckt werden sollen. Gewählt habe ich damit noch nicht. And that's it. Das war's? Ja, jetzt kannst du noch einmal kontrollieren, ob du die Kandidaten angeklickt hast, die du wolltest. Wenn nicht, können wir ihn vernichten und dir einen neuen ausstellen. Schritt 2, die eigentliche Wahl. Meine fiktive Stimme zählt erst, nachdem der Zettel gescannt und damit meine Stimme registriert wird. Sie liegt dann digital und auf Papier vor. So kann kontrolliert werden, dass die Maschine keinen Fehler macht. Wir sichern uns mehrfach ab. Gibt es ein Problem, können wir die Wahlzettel auszählen. Ich glaube nicht, dass wir jemals einen so transparenten Prozess haben. Wir arbeiten weiter daran, ihn zu verbessern. Wer Bedenken hat, kann kommen und sehen, wie alles funktioniert. Waffen verboten, Panikknöpfe im Wahllokal, Trainings für den Fall einer Bombendrohung. So bereitet Joseph seine Mitarbeiter vor. Da ist immer diese Angst, dass jemand seine Frustration rauslässt, Menschen verletzt. Deshalb haben wir Pläne mit der Polizei aufgesetzt. Darüber kann ich aus Sicherheitsgründen nicht im Fernsehen sprechen. Aber wir denken viel über das Was-wäre-wenn nach. Diesmal sät Donald Trump schon vor der Wahl Zweifel und droht Wahlaufseherinnen und Helfern. Wer sich skrupellos verhalte, werde aufgespürt, gefasst und strafrechtlich verfolgt.
Georgia steht als Swing State im Fokus. Bei der letzten Präsidentschaftswahl gewann Joe Biden mit gerade einmal 11.779 Stimmen vor Donald Trump. Donald Trump spricht weiterhin von der gestohlenen Wahl. Dabei ist er in Georgia hier sogar angeklagt, weil er mit anderen versucht haben soll, das Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahl zu kippen. Berühmt geworden ist dabei ein Telefonat mit dem obersten Wahlaufseher von Georgia, der hier im Kapitol hinter mir sein Büro hat. Das ist er, Brad Raffensperger, Republikaner und verantwortlich für die Bestätigung des Wahlergebnisses in Georgia. Er tourt gerade durch seinen Bundesstaat. Auch er will darüber aufklären, wie der Wahlprozess funktioniert und dass er dafür einsteht, dass im November alles korrekt abläuft. Eines der Dinge, die man wirklich haben möchte, ist Vertrauen. Und Vertrauen baut man auf, wenn die Wähler Vertrauen in die Ergebnisse haben. Misstrauen in die Ergebnisse in Georgia hatte bei der letzten Wahl Raffenspergers eigene Partei gesät, genauer gesagt Donald Trump. Durch einen von der Washington Post veröffentlichten Telefonanruf wurde Raffensperger weltberühmt. Am anderen Ende der Leitung Trump. The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated. Antwort Raffensperger. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. Später wird Trump deutlich. All I want to do is this. I just want to find 11.780 votes. Stimmen finden. Was machen solche Aussagen mit einer Gesellschaft? Louis Jacobson ist Journalist und Faktenchecker. Er überprüft Aussagen von Politikerinnen und Politikern aller Parteien auf ihre Richtigkeit. Inwiefern unterscheidet sich Donald Trump von anderen? Die meisten bekannten Politiker, die wir oft überprüft haben, sagen nicht die ganze Wahrheit. Sie übertreiben, sie beschönigen. Sie lassen bestimmte Dinge einfach weg, wenn sie ihnen nicht passen. Was an Trump ungewöhnlich ist? Er schneidet von allen Personen, die wir überprüft haben, am schlechtesten ab, was Falschaussagen angeht. Er hat definitiv das schlechteste Ergebnis unter allen bekannten Politikern. Gerade wenn Politikerinnen oder Politiker Misstrauen schüren oder Lügen verbreiten, sei das ein großes Problem, sagt Jacobson. Demokratie beruht auf einer informierten Wählerschaft. Und wenn die Wähler grundlegenden Fakten nicht vertrauen, dann kann eine Demokratie nur schwer überleben. Dass nun auch noch künstliche Intelligenz für Desinformationskampagnen genutzt werden kann, besorgt Brad Raffensperger. Er sieht noch eine weitere Gefahr im Ausland. Wie groß sind die Bedrohungen? Ziemlich groß. Es gibt eine Menge Leute, die uns aus irgendeinem Grund nicht mögen. Zum Beispiel Russland. Die US-Regierung beschuldigt den Kreml, mit gezielter Desinformation die Wahl beeinflussen zu wollen. Ich denke, das übergeordnete Ziel ist, nicht nur sicherzustellen, dass eine Person gewählt wird oder jemand anderes nicht, sondern insgesamt Misstrauen zu sehen und unsere Demokratie zu schwächen. Für Russland zum Beispiel ist das das Hauptziel. Aber es gäbe Möglichkeiten, den Einfluss von Desinformationskampagnen zu reduzieren. Wir haben herausgefunden, dass Menschen psychologisch gesehen weniger anfällig für Desinformationen sind, wenn sie darauf vorbereitet sind. Es ist also sehr wichtig, darüber zu sprechen, welche Narrative verbreitet werden können. Deshalb seien Aufklärung und Transparenz die wichtigsten Waffen gegen Falschinformationen. Habt ihr das Gefühl, dass es durch künstliche Intelligenz immer schwieriger wird, zu unterscheiden, was echt ist und was nicht? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch weitere Auslandsreportagen interessieren, dann klickt doch hier oder hier.